Nein! Ah, diese Zeit! Nein, Mann! Ich wollte den absetzen. Oh, ich hasse das auf Chess.de. Ich hasse es so sehr. Ich hasse es so sehr. So, wir spielen gegen Matthias Blübaum. Hier, Blitzlegende natürlich. Mal sehen, was das jetzt hier wird. Ja, machen wir mal. Was machen wir? Läufer B4. Ja, spielt bestimmt seinen typischen Kram mit Läufer D2. Das hat er schon tausendmal gespielt. Das ist sein Steckenpferd. Und hier, was machen wir? Läufer E7 schnell zurück oder Läufer D6? Das war immer einer dieser beiden Züge. Ich vergesse das immer. Ich glaube, der war es nicht, weil Springer B5 ein bisschen lästig ist. Nee, es war irgendwie anders. Ach, gegen Läufer D3 war es Läufer D6. Ja, genau. Okay, dann müssen wir die Stellung jetzt einfach spielen. Ist ein bisschen ungünstig jetzt gelaufen, dass wir einfach so unseren schönen schwarzhäutigen Läufer abgeben. Aber dann spielen wir das einfach mal. Ist auch kein Beinbruch. Partie wird jetzt nicht in den ersten Zügen entschieden. So hoffe ich zumindest. So, jetzt müssen wir mal schauen. C5 würde einen Bauern verlieren. Deshalb müssen wir wohl C6 machen. So, jetzt haben wir hier abgetauscht. Stellen wir den Läufer nach B7. Springer nach D7. Okay, B4. Ja, stellen wir mal einen Springer hier rein. Das sollte vernünftig sein. Wir müssen hier am Königsflügel spielen. Er wird am Damenflügel spielen. Läufer E1 macht er. Was ist denn mit so B5 Springer B6 Springer C4 Ideen? Ist auch nicht crazy, oder? Machen wir das mal. Das finde ich eigentlich ganz interessant. Hier den Springer zu manövrieren auf bessere Felder. Hat was. Ich finde, es hat was. Ob es gut ist? Schauen wir mal. Aber es hat was. Läufer E1 sah komisch aus von ihm. A4 macht er jetzt erstmal. Okay. Er will A5 spielen. Er will meinen Springer nicht dahin lassen. Das ist natürlich ein Argument. Okay. Dann machen wir A6. Dann soll er A5 spielen. Und dann bringen wir den anderen Springer dahin. Ist auch okay. Machen wir Dame F6 und dann Springer D6, Springer C4. Ist auch okay. Und irgendwann müssen wir diesen toten Läufer hier mal wieder zum Vorschein bringen. Bau eingestellt. Das ist ungünstig. Das ist ungünstig. Den Bauern könnten wir noch gebrauchen in der Zukunft. Aber vielleicht öffnen sich jetzt hier auch Möglichkeiten. Wer weiß. Ja. So, er bringt jetzt auch den Springer nach vorne. Okay. Okay, wir stellen wir jetzt mal einen rein. Ja, ich würde sagen, wir machen erstmal König G7 und hier Läufer C8. So. Ja, es ist natürlich jetzt. Okay. Ist natürlich jetzt schon so ein bisschen unbequem. Den Springer, den müssen wir ignorieren am besten. Springer F8. Irgendwie die Figuren ins Spiel bringen. Springer F8. Und dann Läufer F5. Das sieht anständig aus. So. Den Läufer abtauschen und diese Krücke mal abtauschen hier. E4 macht es direkt, ja, das ist natürlich sehr unangenehm. Ja, das ist sehr unangenehm. Denn hier gibt es diese Gegenüberstellung. Und ja, ansonsten überrollt er mich jetzt, ne? Er überrollt mich wahrscheinlich. Okay, wir kämpfen weiter, wir kämpfen weiter. Noch ist nicht vorbei. Dame raus, damit nicht E5 kommt. So, jetzt bringt er den nach vorne. Wir machen Springer E6, würde ich einfach mal sagen. Wir müssen den Springer wieder rausbringen. Und auch Turm H8 liegt zumindest, gibt es da manchmal Ideen. Wer weiß, vielleicht sogar schlagen Turm H8, H3, Springer F4. Ist jetzt nicht so ganz ohne tatsächlich dieser Angriff. Da kann schon mal ein bisschen die Post abgehen. Und zwar, ja. In die richtige Richtung. Er macht es.
Turm A8, H3, Springer F4. Puh, ich sag mal so, wir haben nicht viel zu verlieren, ne? Ah, er kann schlagen auf E6, aber dann läuft er E6. Nee, das ist der Springer F4. Schauen wir mal, was da geht. Schauen wir doch mal hier. Da braut sich doch ein Sturm zusammen über seinem König. F3, Dame G3 ist vermutlich GG. Aber was macht er jetzt? Ich opfer. Irgendwo opfer ich gleich. Mit Ankündigung. Kann natürlich schlagen, aber Läufer schlägt H3 und dann D5. Das wäre die Frage, ob er sich sowas erlauben kann. Aber wir haben hier auf jeden Fall eine Chance. Wir haben dicke Chance vielleicht sogar. D schlägt C6, Läufer H3, D5. Ah, dieses D5 Schach. König G8. Und dann, wir fressen uns durch. Ganz nonchalant sind wir da. Das ist ein fetter Angriff hier. Was macht er? F3, dann auch Läufer H3? Vielleicht auch einfach Läufer H3. Oder Dame G3, Turm F2, Springer H3, König F1, Springer F2, Dame F2, Turm H1, König E2 ist noch nicht vorbei. Ah, den hat er noch. Turm E3 hat er sich noch aus den. Hat er sich noch überlegt. Springer G2 sieht doch trotzdem ganz gut aus. Ja, oder? Den. Oh. Ja, gut, machen wir mal. Um dann mit Läufer H3 fortzusetzen. Und dann Läufer G4. Ja, das sieht gut aus. Ich glaube nicht, dass er nehmen kann, aber wenn er nicht nimmt, was macht er dann? Turm G3. Dann Springer F4 zurück. Jetzt Springer F4 zurück. Dann den Bauern nehmen auf H3. Läufer G6 muss ich auch ein bisschen aufpassen, aber okay, damit können wir noch umgehen. Läufer G6 macht er trotzdem. Das muss jetzt erstmal einer verstehen. Jetzt Springer E6. Jetzt versucht er hier das Ganze aber sehr zu verkomplizieren. Springer F4 wieder zurück. Er geht nach F3. Okay, ich muss immer noch auf D5 aufpassen. Dieser D5-Zug, der stört mich ein bisschen. Dame H5 ist kein Matt. Ah doch, wir machen mal Dame H5. König F4, Turm F8. Springer C4. Das war auch das, was ich hier gerechnet hatte. Das hatte ich doch gerechnet! Das hatte ich doch gerechnet, dass ich hier ein bisschen was einsammle. Das habe ich doch. Habe ich das schon am Horizont, habe ich das gesehen? Nein! Ah, diese Zeit! Nein, Mann! Ich wollte den absetzen. Oh, ich hasse das auf Chess.com. Ich hasse es so sehr. Ich hasse es so sehr, dass die Zeit so klein ist und ich sehe es. Ich will den Turm absetzen und dann fällt meine Zeit. Dann fällt meine Zeit. Echt. Mann! Dame mehr! Ich hasse es auf Chess.com. Jedes Mal. Jedes Mal. Warum kann die Zeit nicht schön groß wie bei Lead Chess rechts neben dem Bildschirm eingeblendet werden? Wirklich. Mann! Ihr habt es gesehen, ich wollte den Turm absetzen und dann irgendwie hat er das. Wir haben den so, nach dieser fürchterlichen Eröffnung, haben wir den so schön im Angriff eigentlich fertig gemacht und dann das. Oh. Das ist echt immer meine Story, ne? Das ist echt immer meine Story. Mann, Mann, Mann. So ärgerlich. So ärgerlich. Verliere ich das auf Zeit. Freunde. Ah. Jeder Zug gewinnt, ne? Gut, dieses D5-Schach ist noch ein bisschen unangenehm tatsächlich. Dann müsste ich die Dame geben. Also Turm E8 wäre jetzt nicht. Oder ich müsste Turm F6 spielen. Turm F6 nach D5. Aber, ja. Da fehlt mir die Abgebrühtheit, ne? Man merkt einfach, ich bin nicht häufig in diesen Turnieren drin. Und dann kommt so ein Ding rum, wo ich mit Dame mehr auf Zeit verliere. Mein Gott. Mein Gott. Aber wie wir den platt gemacht haben, oder? Wie wir den platt gemacht haben. Uff. Okay, erstmal Öffnung ist nicht gut gelaufen. Wobei, war eigentlich auch gar nicht so schlimm hier. Oder ist Läufer D6 doch der Zug? Ach, das ist doch der Zug. Läufer D6 und nach Springer B5 muss man C5 machen. Ich habe doch den richtigen Zug gemacht. Ja, okay. Ha. Läufer D6 ist der beste Zug. Na egal, das war, ja. Bisschen ungünstig, aber gar nicht so schlimm alles. B5, ja, das war, naja, interessant, sagen wir mal. A5, ja, jetzt stehe ich schlechter. Okay, und hier habe ich einfach den Bauern eingestellt. Das ist nicht gut gewesen. Ich hätte mal.
Da Dame H6 spielen sollen vielleicht. Okay. Da war der Bauer weg. G6. So, und jetzt war eigentlich. Jetzt sah es eigentlich nicht so gut aus. E4. Hier dachte ich, gehe gleich komplett unter. Aber jetzt. Turm H8. What a move. Jetzt geht er von plus 1,7 auf minus 0,6. Er muss Springer schlägt E6 machen. Einziger Zug. Er muss schlagen mit Schach und dann F3 oder jetzt H3 spielen. Einer der Züge. Aber H3, das sieht eigentlich auch nach fast matt aus, aber er kann sich hier verteidigen. Er muss noch eine Angriffsfigur von mir abtauschen. Das war ganz wichtig, weil nach H3, jetzt habe ich einfach vier Angriffsfiguren. Wo sind seine Verteidiger? Die Stellung ist verloren hier. F3 hatte ich zum Beispiel gerechnet, dann Dame G3, Turm F2, Springer H3, ah, König F1, einfach Springer F4 zurück. Uff. Uff, übel. Was hatte ich noch gerechnet? DC6? Ja, aber gut. Ah, jetzt Springer H3, das ist einfach matt in drei Zügen. Dame G5 ist ein Killer. Dame G5 ist ein richtiger Killer. Ja. Deshalb hat er Turm E3 gemacht. So, und jetzt habe ich auf G2 geschlagen. Das war gar nicht mal der beste Zug. Ich könnte auch einfach wieder schlagen, ganz nonchalant. Und sagen, der Angriff geht weiter und du hast überhaupt kein Gegenspiel. Läufer H3 wäre auch nicht schlecht. Okay, Springer G2. Jetzt muss er Springer E6 machen. Okay, wir haben hier beide rumgepatzt. Turm G3. Jetzt sollte ich auf H3 schlagen. Ich habe Springer F4 gemacht. Auch nicht der beste. Läufer schlägt G6. Ist Unsinn. Er muss auch hier Springer E6 probieren. Okay, er schlägt. Ich habe wieder genommen. Springer E6. Ja, das war reine Verzweiflung. Springer H3. König G2. Springer 4. Und jetzt bin ich sehr stolz darauf, dass ich diese Sequenz hier gefunden habe. König schlägt F4. Turm AF8. König E3. Springer C4. König D3. Ah! Ja, Turm F3 ist matt in 2. Wow. Turm F3 ist einfach matt in 2. Entweder er schlägt oder König E2, Turm E3. Oh, das wäre doch zum Zungeschnalzen gewesen. Aber ich dachte mir, ich gewinne die Dame. Der Rest regelt sich dann schon. Und hier habe ich jetzt einmal wiederholt und jetzt auch Zeit verloren. Ihr habt es gesehen, ich war dabei, diesen Zug zu spielen. Nach D5 Schach. Ah, ich kann einfach König G8 machen, weil die Dame das deckt. Ich kann natürlich auch hier schlagen, ich kann Turm F6 spielen. Ich sollte nur nicht auf die H-Linie gehen, nach H7 oder H6. Das wäre matt in zwei Zügen, aber gut. Ja, schade, schade. Okay, dann haben wir jetzt das abgeschlossen. Jetzt können wir wieder nach vorne schauen und schauen, was in diesem Turnier noch so geht. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn dem so ist, lasst gerne einen Daumen hoch da, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, dann seid ihr hier immer up to date. Darüber hinaus, wenn ihr mich gerne unterstützen möchtet, schaut euch einmal die YouTube-Mitgliedschaft an. Alle Infos, alle Vorteile davon findet ihr, wenn ihr auf den Button klickt. Bis zum nächsten Mal.